Was von Omar? Tatsächlich. Mhm. Natürlich Gringo. Ja, was willst du hören? Was willst du antworten? Was ist das für eine Frage? Von wem war das? Von wem war das? Ah, der ist ziemlich groß und spielt relativ hinten. Oh. Bitte! Bitte! Unser Torjäger vom Dienst, einen wunderschönen guten Morgen, Erik. Guten Morgen. Grüße. Wie ist das Wetterbefinden heute Morgen? Ja, alles gut soweit. Sehr schön. Die Jungs haben dich ein bisschen darauf vorbereitet, was dich erwartet. Entweder oder Fragen. Du musst dich immer für eine Antwort entscheiden. Es gibt einen Joker, wenn du mal gar nicht weißt, was du antworten sollst. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein, okay? Okay. Dann geht's los. Erik, erste Frage, wie immer. Lila oder weiß? Lila. Erik oder Erich? Erik. Das Erich wurde so ein bisschen aufgrund der Cottbuser Vergangenheit ja, im Trainingslager geprägt. Ja, aber, ja. Ich bin nicht aus Cottbus, aber... So, okay, dann haben wir es auch geklärt. TSV Enchenreuth oder Spielgemeinschaft Ort Wüstenselbitz? TSV Enchenreuth. TSV Enchenreuth oder JFG Frankenwald? TSV Enchenreuth. TSV Enchenreuth oder Spielvereinigung Bayernhof? TSV Enchenreuth. TSV Enchenreuth oder 1. FC Nürnberg? FC Nürnberg. 1. FC Nürnberg oder Hansa Rostock? FC Nürnberg. 1. FC Nürnberg oder Energie Cottbus? Oh, ich war 8 Jahre in Nürnberg, aber... Du bist für die Antworten zuständig. Cottbus war mein schönstes Jahr. Ich nehme mal Cottbus, Energie. Und die finale Frage natürlich. Energie Cottbus oder VfL Osnabrück? Ja, was willst du hören? Was willst du antworten? Du weißt, was ich hören will, aber was willst du antworten? Ich nehme VfL. Das wird die Fans freuen. Pele Wollitz oder Tobias Schweinsteiger? Da ist ein Mikrofon runtergefallen. Kann nur was Falsches sagen. Aber eine Antwort musst du geben. Oder natürlich jetzt relativ... Ich nehme Joker. Da ist der Joker gezogen, okay. Flügelstürmer oder Mittelstürmer? Mittelstürmer. Abstauber oder Traumtor? Zurzeit Abstauber. Ich nehme Abstauber. Du hast alles jetzt drin, oder? Ja. 2 Tore zum Unentschieden oder 3 Vorlagen zum Sieg? 3 Vorlagen zum Sieg, ganz klar. Debüttreffer in Elversberg oder 3:2 Siegtreffer gegen Halle? 3:2 gegen Halle. Das war Bombe. War schon besonders, ne? War gut, ja. Ja. Da habe ich auch ehrlich gesagt für mich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich glaube, das könnte ihm geschmeckt haben ja, in der Form. Hat gut geschmeckt. Und da will man mehr von. Und ja. Das machst du. Ergebnis, 4:3 oder 1:0? 4:3. Der Mann fürs Spektakel. Mhm. Auswärtsremis oder Heimsieg? Was ist das für eine Frage? Das ist eine Frage. Wir haben auch Fans gefragt und solche Fragen kommen rein. Also auswärts einen Punkt mitnehmen, was ja grundsätzlich immer nicht schlecht ist. Ja, oder zu Hause gewinnen? Heimsieg und Auswärtssieg. Also Heimsieg. Okay. Jubeln lieber vor der Ostkurve oder vorm vollen Auswärtsblock? Ist beides geil. Aber Ostkurve, ganz klar. Vollgas oder Halbgas? Vollgas. Gibt nur ein Gas bei dir. Ball am Gegner klauen oder den Passweg zustellen? Ball am Gegner klauen. Langschläfer oder Frühaufsteher? Mit Tochter Frühaufsteher, aber sonst für Langschläfer. Doppelzimmer mit deiner Frau oder mit Pat? Mit meiner Frau. Durchziehen oder zurückziehen? Ja, durchziehen. Na klar, gelb-rot oder glatt-rot? Wenn, dann glatt-rot. Talent oder Fleiß? Fleiß. Linienläufe oder Rondo? Rondo. Rondo, normal rein oder mit Kopf runter? Von wem war das? Von wem war das? Ah, der ist ziemlich groß und spielt relativ hinten in der Aufstellung. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also, im Rondo normal rein oder mit Kopf runter? Ja, mich nervt deswegen Kopf runter. Aber Vollgas. Natürlich. Was mache ich lieber, Rondo oder lieber noch Torabschlusstraining?
ist beides cool, aber Rondo ist entspannter, Torabschluss muss ich mich mehr konzentrieren. Je nach Lust und Laune, ne? Und was für Elber? Ich nehme Torabschluss. Das passt doch besser zum Stürmer. Kreuzheben oder Bankdrücken? Bankdrücken. FIFA oder Call of Duty? Keins von beiden. Du bist kein Zocker? Nee, meine PS4 ist kaputt gegangen. Und seitdem ich meine Tochter habe, geht da gar nichts mehr. Aber wir deswegen, haben den Joker schon verballert. Was wäre es denn eher? Eher FIFA oder eher Call of Duty? Ich kann beides nicht so gut. Es geht, aber ich nehme FIFA. Freistaat Bayern oder Franken? Das ist klar. Franken natürlich. Natürlich. Familie oder Freunde? Familie. Mama oder Papa? Beide. Mama oder Papa? Ich bin Mama-Kind. Mama. Natürlich, der Sohn im Haus. Selbstverständlich ist man da Mama-Kind. Wohnung in der Stadt oder Haus im Grün? Eher ein Haus im Grün. Tenor oder Bariton? Tenor. Italienische Nationalhymne oder deutsche Nationalhymne? Zum Singen die italienische, aber ich nehme die deutsche Nationalhymne. Falls es der eine oder andere draußen nicht weiß, geben wir zumindest noch einen kurzen Hinweis, worauf das hier alles zielt. Erik hat beim Einstand natürlich singen müssen, wie alle anderen auch, und hat sich für die italienische Nationalhymne entschieden. Und mein Lieber, ich sag ganz ehrlich, ich habe noch nie in 8 Jahren VfL Osnabrück eine solche gesangliche Darbietung gesehen. Also von daher wirklich Hats off, wie man so schön sagt. Dankeschön. Das war stark. Da hättest du dich mit direkt neben Gigi Buffon in die Aufstellung stellen können. Und ich glaube, er hätte einmal zur Seite geguckt und hätte sich gefreut, dass da jemand auch noch in dieser Form mitsingen kann. Sehr schön, ja. Starkes Ding. Schauen wir mal, was wird oder was wird? Was wird? Okay, den musst du jetzt bitte kurz erklären. Ich habe da gestern, hat sich der Teammanager mal einmal gemeldet und hatte auch so ein paar Ideen. Er wollte mir nicht so ganz verraten, was es damit auf sich hat. Erklär das mal kurz. Das ist so, ich weiß nicht, was das war. Das war so eine Serie oder so eine Sendung auf ZDF, glaube ich. Und da waren so 2 ältere Menschen. Und der Mann hat immer der Frau alles nachgesagt. Und dann hat die Frau gesagt, ja, wir freuen uns. Und schauen wir mal, was wird. Und dann sagt der Mann dahinter, was wird. Ja, und seitdem ist es so ein Insider bei uns. Gut, alles klar, dann haben wir das auch aufgeklärt. Saunaaufguss von Pat oder von Robert? Der Pat ist ja immer eine Stunde drin, aber dann macht er keinen Aufguss. Also, von Robert? Oder von mir. Du bist ja leider nicht als Option aufgeführt. Also, von Pat oder von Robert? Wenn Pat keinen Aufguss macht, dann bleibt ja fast nur noch der Robert, oder? Ja, Robert liegt auch nur da. Ich sag Pat. Gut, okay. Fester Händedruck oder lascher Händedruck? Ja, ist die Frage, beantwortet sich von selbst, ne? Fester Händedruck? Ja. Gut. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Ich bin Sportler, ne? Pasta? Pizza. Ich rate mal. Pizza. Pizza. Gut, dann loggen wir Pizza ein. Von Vapiano oder vom Lotta? Lotta. Hähnchenwrap oder Falafelwrap? Hähnchenwrap. Leber roh oder Leber gebraten? Roh. Bitte, also ich habe einmal... Wer hat das denn gefragt? Ja, das war auch wieder so ein ziemlich großer Kerl hinten aus der Abwehr raus, wenig Haare. Was will er denn von mir? Das weiß ich nicht. Ich muss ja irgendwen auch mal so ein bisschen nach Insidern fragen. Der kam von da, Leber roh, ich bitte dich, was ist denn da los? Du isst doch keine rohe Leber. Doch, ab und zu, klar. Ehrlich? Ja. Bezüglich Nährstoffe, Eisen etc.? Oder? Ja, genau. Vitamine, alles drin, was man braucht. Du Wahnsinniger, ist ja unglaublich. Und gebraten schmeckt dir nicht so gut. Ich mache mal ein bisschen, wie heißt es, Ahornsirup drauf, ein bisschen Salz und dann esse ich das. Was für ein Typ. Gut, dann haben wir wieder was gelernt da draußen, also Leber roh mit Ahornsirup und ein bisschen Salz, okay. Kann ich empfehlen. Geht an dieser Stelle als Sportlerrezept raus. Bart oder Pflaumen? Ich habe einen Bart, dann nehme ich Bart.
Tattoo oder Piercing? Tattoo. Premier League oder La Liga? Premier League. Arsenal oder Man City? Keins von beiden, aber eher Arsenal. Was wäre es denn? Liverpool. Ah, okay. Nachrichten-App oder Tageszeitung? Ich lese keine Nachrichten. Aber wenn? In der App? App, ja klar. Okay. Kulmbacher oder Herforder? Heimatbier natürlich, Kulmbacher. Nürnberger Würstchen oder Giersch Bratwurst? Dreimeckler, Nürnberger. Obatzda oder Nutella? Nutella. So, und jetzt bin ich gespannt. Pokorn oder Mucken? Mucken. Also eine fränkische Abwandlung vom Schafkopf, glaube ja. Ich. Ne? Ja, genau. Sommerurlaub oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Faul oder aktiv? Faul. Also im Urlaub dann? Faul. Zwei Fragen habe ich noch. Gringo oder seriös? Was von Oma? Tatsächlich. Mhm. Natürlich Gringo. Gringo, Erik. Gringo. Beantwortet mir jetzt noch die allerletzte Frage. Und die lautet natürlich, unsichtbar sein oder fliegen können? Lieber fliegen können. Fliegen. Ist geil. Habe ich schon oft geträumt. Erik, natürlich in meinen Augen, ich sage es immer wieder, genau die richtige Antwort. Was wäre schöner, als selbst fliegen zu können? Aber gut, wir sind da auf einer Welle auf jeden Fall. Wir sind durchgeflogen durch das Lieder der Weiß, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Für deine Zeit und dann wünsche mir auf jeden Fall noch eine gute Trainingswoche. Bis demnächst. Bis dann. Das war meine Folge Lila Weiß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Felix Video sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr den Kanal nicht abonnieren wollt, klickt hier.